Hallo und herzlich willkommen zur Sims 4 Full House Challenge. Und ich muss mal gucken, was wir überhaupt machen wollen. Erstmal, sie ist schon im Urlaub, das ist gut, aber du gehst jetzt erstmal aufs Klo. So, ich habe den netten Tipp bekommen, dass ich ins Wohnzimmer auch nur Sachen packe, die ins Wohnzimmer gehören. Auf jeden Fall möchte ich das auch machen. So ist es nicht. Ich hasse dieses Headset, dass es manchmal ja, sich immer aus- und anmachen will. So, wir duschen jetzt erstmal. Hallo, gehst du jetzt bitte mal aufs Klo? Claire, geh weg. Das stimmt ja mit ihr nicht. Dann geh halt erst duschen. Meine Herren, ey. Die haben hier Probleme. So, und dann darfst du aufs Klo gehen. Dieses eine Bad ist so nervig, ne? Ist ein Klo und eine Dusche. Endlich. So, er redet mit dem Blümchen. So, was ist jetzt für ein Event? Flohmarkt. Okay, Flohmarkt ignorieren wir jetzt mal. Ich würde sagen, du wirfst erstmal alles weg. So. Ich habe überlegt, dass wir die Wäschekörbe alle wegmachen und nur hier welche hinstellen zum Waschen. Das funktioniert nämlich in anderen Haushalten auch. Es ist zwar nicht normal, aber hey, so, dann darfst du mal aufräumen. Dauert zum Glück nicht ewig und man muss sie auch nicht fünfmal daran erinnern, dass sie es tun soll. Aufräumen. 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 Das machen wir mal aus. Was stand da gerade? Egal. Mich nervt das ja, dass sie das zwischendurch einfach unterbrechen. Ich finde diesen Stapel, den die mittlerweile hier kriegen, finde ich sehr geil. Mal gut, dass wir zwei Geschirrspüler haben. Okay, das darfst du auch aufräumen. Und hier darfst du auch mal das aufräumen. So. Drei Arten von ausgezeichneten Speisen kreieren. Halt, das ist frisch, oder? Geil. Du nimmst dir jetzt mal ein Gericht von. Wird's denn, Mensch? So, Olivia, dann darfst du mit Lucien plaudern. Über Gourmet-Speisen, der sitzt nämlich hier gerade. Über Geschmacksprofil reden. Okay. Polizistenwitz machen. Über Interessen reden. Sie wollte sich zu uns gesellen eben, ne? Und sich umziehen, um dann wieder zu gehen. Das macht man heutzutage so. Okay, dann beziehen wir Victor auch noch mit ins Gespräch ein. Und vielleicht labern die uns da ein bisschen voll. Und wir können erstmal in Ruhe essen. Victor, ey, er sieht ein bisschen angespannt aus, der Gute. So, hier muss erstmal fleißig gearbeitet werden. So. Claudio ist zur Arbeit. Dann müssen wir ja hier mal. Weil wenn sie vollgelabert wird, dann müsste das Soziale doch auch heben, oder nicht? Was ist denn jetzt hier? Geschmacksinspiration, okay. Ja, dann hör einfach mal auf, weil. Ach, sie gießt, das ist gut. Alles ernten. Wir hätten bei ihr alles eingestellt, ne?
Ach, sie besprüht auch, das ist noch praktischer. Und wir müssen mal alle Blumen weiterentwickeln. Oh yeah, das wird geil. So, fangen wir mal an. Können wir weiterentwickeln? Dann gehen wir mal hier rum. Hier geht schon mal nicht. Das können wir weiterentwickeln? So, 6000. Das hat sich doch gelohnt. Dann haben wir noch einmal dreckiges Geschirr oder noch nicht ganz dreckig. Das verkaufen wir auch. So, dann darfst du hier weitermachen. Oh, mal gut, dass wir Lilly alles aufgetragen haben und die das jetzt einfach macht. So. Wir machen jetzt extra alles auf schnell, ne, damit das hier auch mal vorankommt. So. Und dann gucken wir, was noch übrig bleibt beim Glitzern. Hier hinten zum Beispiel. Sie hat sich bestimmt das anders vorgestellt als an ihrem Freitag. Ich glaube, wir haben mit ihr sogar Urlaub genommen, hier alles zu besprühen. Haben wir bei ihr auch jeden angeklickt? Wir werden es sehen. Erstmal müssen alle besprüht werden. Level 6 der Gartenfähigkeit. Und ihr habt das Klo schon wieder kaputt gekriegt. Ne, die Spüle da. Also das Waschbecken. Das ist, naja, okay, jetzt nicht, ne? Aber vielleicht wisst ihr, wie ich das meine. Oh, das wird erstmal schön Geld bringen irgendwann. Also es bringt jetzt schon schön Geld, ne? Aber dann noch mehr besser. Ja, die musst du auch noch weiterentwickeln. So, was machen wir mit ihr jetzt mal? Essen zubereiten. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Pasta Primavera in Partygröße. Das muss sie ja mal machen, ne? Damit ihre Feinschmecker-Kochkünste dann verbessert werden. Und dann wird sie bestimmt auch befördert. Köchin Level 7 ist sie schon. In meiner Doppelhaus-Challenge bin ich mit Chihiro ja fast Level 10. Wobei sie mittlerweile Rentnerin ist. Aber das liegt daran, weil es eine normale... Ich sehe jetzt mal ein Gericht davon. Weil das nur eine normale... Wir beobachten das Spiel einfach dabei. Das hat eine normale Sim-Lebensdauer. Dann guckt ihr halt den Kochsendungen für Ideen an. So. Sie macht ja so richtig schön Feinschmecker-Künste. Gucke mal, das habe ich gekocht, meine Liebe. Da bedienen sich jetzt erstmal alle, ne? Alle holen sich erstmal das Essen, was Olivia hier mühselig... Mich jetzt verarschen, Alte. Okay, dann halt nicht. Aber geh erstmal aufs Klo. Dann reparierst du das. Und ich würde jetzt mal gern schnell... Reparier das erstmal, dann wischst du das auf. Dann darfst du schlafen gehen. So. Okay, aufwischen hat schon mal nichts gebracht. So, ich werde wie gesagt jetzt die ganzen Wäschekörbe hier wegmachen. Hätten wir auch einen hingestellt, ne? Bin ich sogar draußen was hingestellt? Ich hoffe mal nicht. Huch. Oh, Spiel, da. So, wie sieht es mit hier aus? Hier haben wir einfach nur angefangen und nicht weitergemacht. So, Move Objects muss ich nochmal anmachen.
Objects, dann das Gitter weg. Bestell mal auf Tag. Und dann entferne ich jetzt überall mal die Wäschekörbe. Wobei wir ja welche hier stehen lassen können. Aber dann kommen die da vielleicht nicht mehr ganz so ran, oder? Oh, Spiel. Okay. Wir werden das hier platzieren. So. Und das machen wir hier auch. Ja, wobei wir das hier noch ein bisschen mit unterkriegen. Das funktioniert nämlich, das habe ich auch schon woanders gemacht. So, wir verkaufen jetzt mal den Wäschehaufen hier. So. Auf jeden Fall funktioniert das so. Dass wir das einfach da hinstellen und dann können wir das mal schnell da reinwerfen. So, dann darfst du jetzt aber schlafen gehen. Deiner bescheidenen Bude. Mit dem coolen Einbauschrank. So ein bisschen dekorieren könnte man hier auch mal wieder, ne? Wir gucken gleich mal. So. Ach, wir gucken jetzt einfach. Auf jeden Fall kann sie erstmal einen Computer bekommen. Das hat ja hier jeder. Dann... Ich finde diese neuen Bilder, jetzt muss ich die gerade mal suchen, ich finde die richtig schön. Also, was heißt neu, ne? Also aus neuen Add-ons. Ich habe ja schon fleißig, enthusiastisch gebaut. So. Passt hier nämlich gut zu ihr, aber vielleicht mehr so in rosa. Und hier können wir auch noch eine Kleinigkeit hinhängen. Paar Schmetterlinge. So, vielleicht mal auf die Höhe von diesen Bildern hier. Ah, da noch eine Kleinigkeit. Aber find mal was. Was nicht so extrem groß ist. Und was zu ihr passt. Wir machen so eine Fischübersicht. Wir hängen ihr einfach Vögelchen da jetzt hin. Fertig. Und wir lassen das erstmal so. Dann haben wir sie wenigstens so ein bisschen erweitert. Ich finde das schon schick, ne? Diese. Vor allem diese Kirschblütensachen. Also, ich stehe total auf diese Kirschblütenoptik. Also, hat bestimmt noch niemand gemerkt, dass das so ist. Sollte das Licht nicht ausgehen oder scheint hier einfach nur die Sonne rein? So, aber wir können ihr doch durchaus schon mal das nächste auftragen. Und zwar, dass sie noch so ein Feinschmecker-Ding macht. Und Obstkuchen. Obstkuchen ist ein guter Plan. Dann ein Caprese-Salat. Das geht ja alles schnell, ne? Ein Cäsarsalat. Oder da hat sie bestimmt genug gekocht. Lachs in der Kräuterkruste. So. Dann passt das. Den Garten gießen würde ich, wenn dann, lieber mit Phyllis. Aber da schauen wir nochmal, wie wir das dann regeln wollen.
Ach, unsere schicke Bude. Die nimmt langsam echt schön Form an, muss ich sagen. Also dafür, dass das ja mal voll katastrophal hier aussah und überall nur ein Bett drin stand, so ein Gammelbett. Haben wir uns hier echt gut gemacht. Ich denke, wir werden die Challenge-Ziele auch gut erreichen können. Ja, da bin ich mal auf jeden Fall am Ende gespannt, wenn wir die Challenge-Ziele erreicht haben. Vor allem mir die Karrieren auf Level 10 zu bringen. Wie das dann hier aussieht, wie weit wir gekommen sind, wie das mit dem Geld aussieht. Ich hatte irgendwann meine Familie, da habe ich ja mehrere Generationen gespielt, hatte ich ja, glaube ich, mal erzählt, da habe ich auch mit nichts angefangen. Also halt nur den 20.000 Startsimoleons, mir so ein kleines Haus gebaut und irgendwann hatte ich so eine richtig fette Villa. Diese richtig fette Villa und eine Person haben Chihiro Woche 9 zu den Favoriten hinzugefügt, Mensch. Und irgendwann hatte ich dann auch so ein Budget von 90.000 oder so auf dem Konto. Das wurde halt immer mehr und dann auch nicht mehr weniger und so. Und dabei habe ich die schon nicht mehr arbeiten geschickt. Oder ich glaube, ich habe sie später dann arbeiten geschickt, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich mit den Sims dann irgendwann machen sollte. Weil ich hatte dann noch diese Lebenszeitbelohnung, also Vampire waren das. Dass diese ganzen Lebenszeitbelohnungen und so, dass sie nicht auf Toilette müssen und dass sie nicht mehr duschen müssen. Also Toilette müssen sie sowieso nicht, aber nicht mehr duschen müssen und dass sozial nicht runtergeht und dass die fast nicht müde sind und so ein Kram. Also das war ja sehr heftig damals. Damals, ja. Was? Okay. Level 8 Gastronomie, Level 5 Feinschmecker kochen. Drei Gourmet-Speisen bei einer einzigen Veranstaltung zubereiten. Ja, das kriegen wir auch hin. Aber nicht in dieser Rotation. Und wir wechseln zu Phyllis. Und Phyllis ruft erstmal bei der Arbeit an und macht Urlaub. Sie hat Urlaub. Oder es hat noch nicht, ja. So. Schreibfähigkeit müssen wir bei ihr mal ein bisschen uns gönnen. Okay, du darfst erstmal nachdenklich duschen. Jetzt, wo das Bad gerade mal zur Verfügung steht. Oh, langsam kriege ich Hunger. Genau, dann gehst du mal aufs Klo. Lilly versucht, eine neue Bestleistung im Gewichteheben aufzustellen. Und ist kurz davor, die Hantel zu stemmen. Obwohl sie sich normalerweise über andere Sims aufregt, die im Fitnessstudio grunzen und quieken, ist Lilly nun der Meinung, ein Brummschrei ihr den letzten Kick geben würde. Das schüttet ja, glaube ich, auch Adrenalin aus, deswegen tun wir das mal. Leistungsverschlechterung. Lilly stößt einen Grunzlaut und dann ein gutturales Gurgeln aus, woraufhin sich alle umdrehen und starren. Leider hat der Krach nicht beim Gewichte heben geholfen und Lilly bleibt erschöpft und blamiert zurück. Oh nein. Papp-da-da-ba-bam. So, dann gehen wir aufs Klo. Und dann müssen wir mal bewässern und eine Rechnung von 7.000. Aber die können wir heute Abend schon wieder bezahlen, wenn die Leute alle von der Arbeit dann zurück sind. So, ich glaube, Damien geht auch zur Arbeit. Vielleicht. Ja. Wusste ich's doch. So, fleißig arbeiten. Wir löschen das mal. Bei 8 Sims ist das dann irgendwann mal ein bisschen voll. So, ich glaube, wir werden es aber auch in der Rotation schaffen, ohne die Rotation irgendwann auflösen zu müssen. Da hatte ich ja die Befürchtung, keine Firma wollte diesen Jingle kaufen. Viel Glück beim nächsten Versuch. Okay. Was auch immer. Egal, die Leute sind arbeiten. Und das machen wir jetzt auch, dass sie fleißig arbeiten. Perfekt. So. Sie kocht hier noch fleißig. Du darfst dir mal einen Obstkuchen nehmen. Sie. Hat niemand gesehen, dass du draufgenossen hast? Nein. Ich finde diese Kochkünste, wenn die maximiert werden, das ist immer geil. So, dann darfst du dabei den Kochkanal schauen.
So, 5 gute Bücher schreiben. Eins von 4 sind wir noch. Da habe ich eher die Sorge, da müssen wir mal gucken. Lilly wird zu einer, ne Quatsch, Phyllis wird zu einer richtigen Landwirtin. Lucien besucht beruflich einen neuen Essensstand. Der Verkäufer hält ihm ein Tablett mit seltsamen Kostproben vor die Nase und sagt: Los, probier. Wir probieren es mal. Leistungsverbesserung. Lucien führt vorsichtig einen Bissen der seltsamen Substanz an den Mund und wird von einem fantastischen Geschmackserlebnis überrascht. Das ist unglaublich, ruft Lucien. Er hat mehr über das Kochen gelernt, indem er verantwortlichen Koch, ach, indem er den verantwortlichen Koch gefunden hat. Mensch, Mensch. So, Olivia ist zur Arbeit. Claudio muss dann auch zur Arbeit. Alle sind hier zur Arbeit. Wir haben das ganze Haus für uns alleine. So. Wir werden das jetzt hier mal alles reinpacken. Diese Musikdingens hier, ne? Diese Anlage, die nervt mich immer. So, Lilly ist zu Hause. Man verdient wohl nicht gut als Bodybuilderin. Oh, fruchtige Köstlichkeit. Geil. So, jetzt kannst du mal bei dir hingehen. Schreiben. Genrebuch schreiben. Mach mal ein Sachbuch. Halt, stopp. Und nicht Web. Schreib eine Poesie. Das musst du ja noch alles machen. Hat sie endlich wieder was, was sie mal verkaufen? Die Sache mit den, mit dem I, imaginäre Zahlen. Das ist cool. So, dann kann sie nämlich bald Bücher veröffentlichen. Ich finde, wir haben ja auch schon eine schöne, ein schönes Lesetantenzimmer gemacht. Wobei so die fetten Bücherregale noch fehlen eigentlich, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Die arbeiten aber noch alle fleißig, ne? Nee, er noch nicht. So. Aber ich habe natürlich voll übersehen, dass der Part jetzt schon 23 Minuten geht. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.